Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute wieder eine Frage eines Zuschauers. Sie kommt von Reinhold heute. Und ich glaube, Reinhold hat das Problem, was jetzt im Frühjahr hier und da auftritt. Hallo Herr Kammerer, habe mir letztes Jahr einen neuen Teich gebaut mit ca. 32.500 Litern. Das ist ein bisschen mehr als circa. Habe eine 30.000er Pumpe am Werk in Schwerkraft. Filterung sind Filterbürsten und Japanmatten. Habe die Kois Mitte Oktober umgesetzt. Alles läuft gut. Erst war der Teich klar bei 7 Grad, dann stieg die Temperatur, dann wurde er langsam grün und ich salze ihn zu 0,4% auf und er bleibt grün. Bin ich zu ungeduldig oder zu früh im Jahr gestartet? Die Kois werden außen und kalt überwintert. Über eine schriftliche Antwort, in Klammer reicht aus, würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Reinhold. So, schriftlich beantworte ich keine Fragen, da fehlt mir wirklich die Zeit. Bei interessanten Fragen werde ich die gerne im Blog beantworten. Und hier ist es ganz einfach so, die einzige Chance, von grünem Wasser loszukommen, ist eine vernünftige UV-Bestrahlung. Ich empfehle immer irgendwo 4, 5, 6 Watt pro Kubikmeter, dann ist man auf der sicheren Seite, dass die Algenblüte zurückgedrängt wird und hat in der Regel auch eine sehr gute desinfizierende Wirkung, dass also auch andere Keime wie Bakterien, Viren oder Pilzsporen abgetötet werden und zum Teil auch freie Schwärmer von Parasiten im Wasser, wenn sie an der UV-Lampe vorbeikommen, getötet werden. Beim Salz ist es so, Salz wirkt hervorragend gegen 95% aller Fadenalgentypen, die wir kennen. In 5% der Fälle hilft es leider nicht. Da tun sie aber auch viele andere Algenvernichter in der Regel schwer. Gegen die Algenblüte, und das ist das, mit dem du gerade zu kämpfen hast, also die Alge, die keine Fäden bildet, sondern die quasi als wenige Zellen bestehend, das Wasser, also frei im Wasser lebt und das Wasser richtig eintrübt, da hilft das Aufsalz nicht. Ich habe vielmehr sogar eine wissenschaftliche Arbeit gelesen, wo darin geschrieben ist, dass bis 0,8% war es, glaube ich, die Algenblüte sogar noch besser gedeiht als in dem Wasser ohne Salz. Also da könnte sogar das, was du getan hast, kontraproduktiv gewesen sein, das Aufsalzen des Teiches. Da hätte es sein können, dass die Algenblüte schwächer geblieben wäre und das Wasser weniger grün gefärbt hätte, hättest du gar nichts gemacht. Aber wie gesagt, das einzige und wirklich probate Mittel, um die Algenblüte abzutöten, ist eine UV-Bestrahlung. Wenn du schon eine UV-Bestrahlung hast und die Algenblüte trotzdem da ist, dann musst du schauen, brennt sie? Das ist in den meisten Fällen so, dass sie vergessen wurde einzuschalten oder dass sie ausging oder dass sie kaputt ging, Vorschaltgerät etc. pp. Oder dass dein Leuchtmittel zu alt ist, wobei du hast deinen Teich erst letztes Jahr in Betrieb genommen, also können wir das nahezu ausschließen. Oder auch zwei andere Gründe, dass entweder zu viel Wasser an der UV-Lampe vorbeifließt, sprich die Bestrahlungszeit ist nicht lang genug, oder es fließt zu wenig Wasser an der UV-Lampe vorbei. Das würde bedeuten, dass in einer gewissen Zeiteinheit zu wenige Algen abgetötet werden, dass eine zu geringe Menge an Algenblüte abgetötet wird, dass quasi im Teich mehr Algenblüte nachwächst, als du tatsächlich an deiner UV-Lampe verbrennst, zerstörst. So, diese Möglichkeiten gibt es. Da musst du dich jetzt auf die Suche machen, was der Grund ist. Aber ich denke, mit ein bisschen Spielen und vielleicht weißt du schon, dass du die UV-Lampe vergessen hast oder keine hast oder dass zu viel Wasser vorbeifließt. In der Regel findet man das relativ schnell. Allerdings auch hier das Ergebnis, wenn du jetzt so einen richtig saftig grünen Teich hast, das Ergebnis kommt nicht über Nacht. Also nicht, wenn du jetzt was veränderst, dass dann am nächsten Tag der Teich klar ist, sondern da musst du mal schauen, wie hoch ist meine Sichttiefe heute. Wenn du jetzt irgendwas reinhältst in deinen Teich und du versenkst es so weit, bis du es nicht mehr siehst, dann notier dir, wie tief hast du es versenkt und am nächsten Tag kannst du dann schauen und wenn du siehst, dass die Sichttiefe jeden Tag um 5, 10 oder 20 Zentimeter zunimmt, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber um so einen richtig grünen Teich wieder klar zu bringen, das kann trotz ausreichender UV-Bestrahlung 4 bis 7 Tage dauern. Aber nach 7 Tagen sollte der Teich dann wirklich wieder klar sein. So, wichtig ist natürlich auch, es entsteht ja jede Menge Biomasse und die Biomasse muss natürlich auch aus dem Teich entnommen werden oder irgendwo im Filter sedimentieren, wenn du einen Bürstenfilter hast. Das ist natürlich wichtig, dass das Zusammenspiel, dass wenn die UV-Lampe die Algenblüte tötet, dass die abgestorbenen Algenblüten dann auch irgendwo entweder direkt aus dem System entnommen werden oder sedimentieren, im Hinblick darauf, dass dein Teich auch tatsächlich klar wird. So, vielen Dank für deine Frage, Reinhold. Mach's gut und viel Erfolg. Ciao.